Hallo und willkommen bei Mathematik macht Freunde Freunde. Wir schauen uns gemeinsam die Binomialverteilung an und ich freue mich, mit dir dieses Arbeitsblatt durchzuarbeiten. Bitte lade dir dazu das Arbeitsblatt mit demselbigen Titel von unserer Homepage, den Link findest du unten auf der Folie, herunter. Du solltest bereits das Beschriften von Baumdiagrammen können und die erste und die zweite Pfadregel kennen. Solltest du das noch nicht kennen, schau dir dazu bitte das Arbeitsblatt betitelt Baumdiagramme auf unserer eigenen Homepage an. Wir werden in diesem Video dein Wissen wiederholen und vertiefen. In einer Urne befinden sich 6 graue und 4 weiße Kugeln. Du ziehst dreimal hintereinander eine Kugel. Jede gezogene Kugel legst du gleich wieder in die Urne zurück. Ich habe das gerade simuliert. Und hier sehen wir kurz das Video dazu. Das heißt, ich habe 4 weiße Kugeln in der Urne und 6 graue. Wir gehen davon aus, dass sie nicht unterscheidbar sind, also ein bisschen großzügig sein da. Und wir ziehen die erste Kugel, eine graue Kugel, legen sie zurück. Eine weitere Kugel, sie ist auch eine graue Kugel. Und ein letztes Mal. Und das ist unsere dritte graue Kugel. Wie schaut das jetzt als Baumdiagramm aus? In unserem Fall haben wir beim ersten Mal ziehen eine graue erwischt, beim zweiten und sogar beim dritten Mal. Das heißt, das beschreibt diesen Pfad ganz rechts. Beschrifte die Kanten des Baumdiagramms mit den Wahrscheinlichkeiten. Berechne die Wahrscheinlichkeit für jeden möglichen Ablauf. Ich möchte dir hier die Chance geben, kurz darüber nachzudenken. Pausiere dazu das Video und notiere deine Überlegungen. Wir vergleichen in ein paar Minuten. Ich habe in der Zwischenzeit das Baumdiagramm fertig beschriftet. Vergleichen wir. Ganz links, zur Erinnerung, bedeutet das, dass wir beim erstmaligen Zug entweder eine graue Kugel ziehen können oder eine weiße. Nachdem 6 von unseren Kugeln grau sind und wir insgesamt 10 in der Urne haben, entspricht es einer Wahrscheinlichkeit von 0,6. Bei den weißen haben wir 4 vorhanden. Auch hier haben wir 10 insgesamt in der Urne, also 4 Zehntel oder 0,4 für die Wahrscheinlichkeit. Nachdem wir jede gezogene Kugel wieder zurücklegen, bleibt die Wahrscheinlichkeit für das ganze Baumdiagramm gleich. Also 0,6 für jede graue Kugel und 0,4 für jede gezogene weiße Kugel. Schauen wir uns jetzt an, was passiert, wenn wir insgesamt dreimal ziehen. Die erste Möglichkeit ist, dass wir dreimal eine graue Kugel ziehen können. Die Wahrscheinlichkeit dazu entspricht der ersten Pfadregel. Das heißt, wir folgen einmal grau mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,6. Und wir müssen wieder die graue Kugel ziehen, ebenfalls eine Wahrscheinlichkeit von 0,6. Und wieder grau, 0,6. In der Mathematik übersetzen wir und mit einem Mal. Das heißt, 0,6 mal 0,6 mal 0,6. Also insgesamt 21,6%. Schauen wir uns das anhand eines weiteren Beispiels an. Zum Beispiel hier. Hier ziehen wir zweimal eine graue Kugel und anschließend eine weiße. Das heißt 0,6 mal 0,6 mal 0,4. Also insgesamt 14,4%. Pausiere an dieser Stelle das Video und versuche alle weiteren Fälle zu ergänzen. Ich habe in der Zwischenzeit die anderen Wahrscheinlichkeiten ergänzt. Uns fällt auf, es kommt dreimal der Wert 14,4 vor, dreimal der Wert 9,6. Was fällt dir dabei auf? Wenn wir jeden Fall mit derselben Wahrscheinlichkeit betrachten, sehen wir, hier haben wir zweimal grau, einmal weiß, hier auch und beim dritten Fall mit 14,4%iger Wahrscheinlichkeit ebenfalls. Das heißt, diese entsprechen der verschiedenen Reihenfolgen der Kugeln untereinander. Ebenso bei den 9,6ern, hier haben wir zweimal weiß, einmal grau. Hier unterscheiden sie sich auch nur durch die Reihenfolge. Insgesamt gilt, wenn wir alle unsere Wahrscheinlichkeiten hier zusammenrechnen, ergibt die Summe genau 100%. Und das ist eine Eigenschaft von unseren Baumdiagrammen. Schauen wir uns jetzt noch den zweiten Teil vom Beispiel an. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, genau 2 graue Kugeln zu sehen? Wie wir gerade gesehen haben, haben wir 3 Möglichkeiten, wie wir genau auf 2 graue Kugeln kommen.
Das heißt, wir dürfen die zweite Pfadregel verwenden und wir rechnen die Wahrscheinlichkeit, zwei graue, eine weiße zu ziehen, entspricht eben 3 mal der Wahrscheinlichkeit einer einzelnen, also eines einzelnen Falls. Und das ist genau 43,2%. Was haben wir jetzt insgesamt in diesem Video gehört? Die Beschriftung von Baumdiagrammen. Wir haben die erste Pfadregel gemeinsam wiederholt und die zweite Gerade angewendet.